Es ist 2018. Anstatt einen Schritt nach vorn zu gehen, gehen wir 10 zurück. So traurig, dass mir fast die Worte fehlen. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Die Herzen voller Hass und die Seelen sind verstört. Tag für Tag vergeht und jedes Jahr extrem. Zu viel Fremdenhass, zu viel Pegida, zu viel AfD. Dinge passieren, die die Menschen verwirren, sodass immer mehr Hirnlose mit ihnen sympathisieren. Ihr sagt, ihr seid nicht rechts oder schlecht, ihr wollt nur, dass ich euer Land werde. Ihr wollt nicht, dass man euch alle über einen Kamm schert, macht dasselbe mit den anderen. Das ist euch dieser Kampf wert und merkt nicht, dass ihr gerade ein ganzes Land gegen die Wand fährt. Ihr merkt nicht, dass ihr nur Komparsen seid in diesem Film, dessen Skript schon lange geschrieben ist, um Ziele zu erfüllen. Denn dieser Plan ist zu ausgefuchst. Ihr werdet ausgenutzt, im Endeffekt kämpfen Opfer gegen Opfer für einen Haufen Schmutz. Viele Medien sind die Hetzer, viele Medien sind der Antrieb, viele Medien sind der Grund, warum es weniger Liebe als Angst gibt, statt bei Facebook zu posten. Jeder Fremde ist ein Spast, geh raus in die reale Welt, sprich mal mit diesem Menschen, den du hast. Lasst euch nicht für dumm verkaufen und hört auf, wie blutdurstige, hirnverblutete Zombies hier rumzulaufen. Denn ich will weiter sagen können, ich liebe dieses Land. Ich bin dankbar für alles, fand den Frieden in diesem Land. Ich liebe die Sprache, die Kultur, alles andere macht keinen Sinn. Meine allerbesten Freunde sind Christen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und die haben mir gesagt, Christentum ist Nächstenliebe. Und die Moslems, die ich kenne, sagen alle, Islam ist Frieden. Und all die Moslems, die etwas anderes behaupten, sind genauso dumm und können anfangen, bei Pegida mitzulaufen. Ihr seid ein Tumor für die Köpfe, eine Schande für den Glauben. Denn Islam bedeutet nicht, Menschen zu töten und zu enttauben. Doch auch sie sind nur Komparsen, hier in gewaschene Marionetten, die in diesem Spiel denken, irgendwas zu retten. Also hört bitte auf, in Gottes Namen Gott zu spielen. Denn jedes Wort, das ihr verbreitet, ist jedes Mal ein Wort zu viel. Denn ganz egal, ob schwarz-weiß, Moslem, Christ oder Jude, verbreite Hass, bist du der Schlechte, verbreite Liebe, bist du der Gute. Es ist 2018, anstatt einen Schritt nach vorn zu gehen, lass uns einen aufeinander zugehen. Wir sind Hetzer, die Worte fehlen. Das ist Deutschland, wo die Leute immer jammern. Das ist Deutschland.